Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part der Let's Play von Rayman Origins für die Nintendo Wii. Ich hab's nicht öfter erwähnt, aber es ist für die Nintendo Wii. Der Weg der Enigtoons, das nächste Level. Das heißt, wir haben jetzt einen kürzeren Levelabschnitt. Ich rechne mal mit, das ist wieder so einer dieser typischen Enigtoon-Welten, die so knapp 200 beinhaltet, wie wir jetzt hier schon sehen. Oh, Rayman freut sich. Ja, dann macht mal Platz. Wow! Oh, wow! Wow! Tschüss! Du fliegst ja mehr weg. Los, mach Platz. Okay, ich muss... Ah, das war sehr... Nein! Ich bring mich lieber um, ich will die 200 nämlich erreichen. So, auf geht's. Auch hier habe ich ein L. Shit. Nein, ich will sterben! Ich will sterben! Ich werde weiter vom Wind getragen. Los, los, los! So in etwa. Ah, schade. Nein! Schade. Boah, wie fies sind denn die... Die kriegst ja keine 200 hier. Oh mein Gott, da muss man ja wirklich sehr gut sein. Okay, ich versuch's nochmal. Nein, nein. Wenn der Anfang schon nicht stimmt, dann klappt es allgemein nicht. Ja, wir nähern uns fast schon einem Punkt, wo es jetzt blind bald wird. Also von meiner Seite aus. Aber ich versuch's. Ich hab nicht schnell gedrückt, ich bin einfach nur gesprungen. Okay. So, das war sehr schön. Das war nix. Okay. Und 50, ich glaube, das war's. 62, ja. Oh, ich brauche 175, das weiß ich. So. Das Level ist einfach. Ja, Mann. Nein, ich bin gefallen. Oh, oh Mann. Zack. Zack. Ah, zwei verpasst, aber egal. Wir sind immer noch bei der... Ich brauche... Das wird eine Tour. Ja, das sehe ich schon jetzt kommen. Ja, das war 85. Ach, schade. Ja, wir haben die 175.
Komm. Give it me, baby. Give it to me. Give it to me. Bitte, please, please, please. Und dann haben wir jetzt gebraucht. Und ganze 5 Minuten. Holla die Waldfee, echt. Ja! Mann, oh Mann, oh Mann, 10 mehr. Tadam! Die verrückten Ellentoons haben wir jetzt auch. Komm, give it. Ja! Badam! So. Und jetzt haben wir noch ein weiteres. Juhu! Komm, geh, Raymond, geh. Ich gehe. Los, ich laufe! So, jetzt, was kommt jetzt für ein Level? Der Weg der Ellentoons. Ganze weitere 3. Warte mal kurz. Oh, da, nein, 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 nein. Diese Schatzlevel machen wir ziemlich am Schluss, das weiß ich. Oh, gütiger Golem. Oh, daran kann ich mich noch erinnern. Das ist nämlich ein... Ey, das ist ein sehr schweres Level. Das habe ich noch sehr stark in Erinnerung. Denn, das ist wieder Endboss-Teil. Das weiß ich, ja, Endboss ist wieder Boss-Teil. Oh, ein Herz. Das nehmen wir mit, aber... Oh, oh, ich weiß, was wir machen müssen. Okay. So. Oh, scheiße. Ja, da habe ich schon Fehler gemacht. Oh, was mache ich? Okay, ich weiß, was wir machen können. Oh, oh, schade. Oh, warte mal. Wir müssen nämlich... Kann man hier hoch? Aber ich weiß nicht mehr, was da hier ist. Okay, ich versuch's mal. Sehr schön. Hier nehme ich... Ja, das wusste ich doch. Da ist nämlich eine Piratenmünze. Ich war nämlich hier oben versteckt. Zack. Oh ja. Ach ja. Oh, ich hasse das Level. Ah, ich wollte die Piratenmütze. Ich kann es ehrlich. Das war's. Schon help me. Ich komme. Ich komme. So, da ist das help me. Und ich habe schon 70 Münzen. Wahnsinn. Oh. Oh, das ist... Das ist sehr schön. Ich finde das Level sehr geil. Man hat nämlich einen freien Flug. Man muss halt genau ziehen. So, netter. Hunde, Elektrons und ich bin mitten auf dem Käfig am Dancen. Ja, die ganze 74. Das wusste ich. Sehr schön. Das ist gut. Alter! Nein! Oh, Rayman! Oh, please! Please, Rayman! Jetzt müssen wir sehr vorsichtig. Alter! Das war doch perfekt getimed. Hm. Keine Ahnung, warum der jetzt das nicht Komm, ich kann mich auch direkt umbringen lassen. Das ist ein komisches Struktur, die atmen quasi, die Pflanzen. Das Problem ist, wenn sie atmen, kann man nämlich nicht richtig durchlaufen. Muss man jetzt halt... Habt ihr gesehen? Ich musste kurz... Ich hab hier eine Vermutung, hier ist da oben was. Naja, ob ich da hochkomme? Nein, wünsche ich mal kommen. Ui. Okay, wartet. Hier laufe ich mal lieber die Wand hoch. Ah ja. Oh, scheiße. Warte, jetzt. Hm.
Nein. Ja. Wir müssen uns nochmal umbringen. Scheiße, ich wollte nämlich einen Bonus haben für die zwei. Aua. Aua. Ja, da muss man ein bisschen drauf achten. Das ist wirklich sehr schwer. Das. So, das Bonus wollte ich den haben, weil das bringt mehr, wenn man jetzt den Bonus hier schafft. So. Wow. Ah, schade. Ich will diese Piratenmünze. Das Problem ist einfach, wie kriegt man die? Nein, das war zu lang. Boah. Ja, man muss hier auch ein bisschen das Timing beherrschen. So. Ja, den Bonus habe ich noch bekommen für die weiteren 10. Sehr schön. Und jetzt wird es interessant. So, weitere 5. Jetzt wird's sehr interessant. So. Ah, die kriegt man nicht so einfach. Ich lasse sie auch besser. So, ich habe jetzt zwar ein Herz geopfert, aber wer opfert nicht sein Herz für seine Geliebten? So wie ich jetzt. Ach ja, ich kann mich noch hier erinnern. Oh, das ist doch Horror. Nee, ich hasse diesen Bereich. Das ist so schwer, so kompliziert. Ach, ich wollte gar keine Rooms. So, erstmal, wenn das richtige Teil da ist. Das brauche ich nämlich. Hier ist noch ein Tor der Elektrons. Nämlich hier oben ist nämlich noch eine Piratenmünze. Ich dachte immer, das wäre ein Tor. War das nicht ein Tor? Okay. Okay, ich habe mich hier verguckt. So, dann würde ich mal sagen. Ich höre ein Help Me. Aber nicht da oben. Ich glaube hier unten. Ja, richtig gehört. Help Me. Gehen wir mal hinein. Das doch. Ihr seid doch schwul. Mann, mit Feuerbällen auch noch. Ey, das ist doch. Yeah. Lass mal tief Luft holen. So geschafft. Hey! So. Oh, Raymond, lauf. Ich bin Fußballer. Bam. Nein! Mann! Ich hab doch den Ball gehabt. Feuerball. Fußball, so in etwa. Ach, na, Rayman. Komm, Jura, du kannst das. Also, tu es einfach, bitte. Okay, tu es. Wow, das war mal ein perfekter. Damn, damn right. Nein! Oh. Ich krieg Kopfschmerzen. Aber was für Kopfschmerzen heute. Die brummen nicht nur, die nerven richtig. Das ist grausam, wenn man
kein Herz. Okay, jetzt habe ich es langsam satt. Okay, wenn jetzt hier noch einmal so eine Hilfe kommt, ja, ich kann hier das Level überspringen, dann haue ich das Ding auf die Fresse. Diesen Frosch da, diese. Ich bin genau dagegen gesprungen. Paff, Junge. Aber wir sind nicht mehr weit vom Ende. Wenn das jetzt schon hier ist. Ich glaube sogar zwei, drei Räume später kommt schon der Endboss. Also der Gegner. Es kommen mir nicht generell viele Gegner. Es ist irgendwie... finde ich ein bisschen... Wow. Das habe ich mal glatt... Das ist schon mal glatt übersprungen, wollte ich gerade sagen. Aber nein, du springst ja genau noch rein. Ja, Rayman. Ich glaube, das. So. So. Wag es dich jetzt noch einen aufzusetzen. So, Kinders, ich werde euch befreien. Gott. War das schwer? Das war schwer. Juhu. Ich wollte schon noch diesen einen. Nummer. Okay, bist du weit geflogen? So. Ich glaube, jetzt kommt der gütige Golem. Nein, der kommt noch nicht. Okay, aber ich weiß hier. Oh, das Level. Oh, ich bin froh. Die Piratenmünze. Die kriege ich nie mehr im Leben. Shit. Oh, jetzt noch ein Rad. Ah. Ich scheiß auf die Piratenmünze. So. Gütiger Golem, komm jetzt, ich schau dir eine rein. So. Da. Yay. Das ist der gütige Golem. Hi. Ja, ist jetzt eher. Ist egal. Oh, mitten auf der Stirn. Das sieht jetzt aus wie der Teufel. Sollte mir das jetzt Angst machen? Finde ich nicht. Irgendwie nicht. Wir waren ein bisschen lame. Sag ich doch. Oh, scheiße. Wieder. Ich will jetzt beinahe den Tod geweiht. So. Ah, die Bauchtrommeln. So. Geschafft. Holy. So. Können wir jetzt. Ja, Mann. Ja, ich müsste jetzt daneben springen, das wäre so episch, aber nein, mache ich bloß nicht. Leute, das wäre ja jetzt richtig edel. Freue dich auch noch, würde ich sagen, ja. Aber ich glaube, ich werde ja wieder dann an dem Punkt genau da wieder landen, weil ich werde den Boss, glaube ich, nicht mehr besiegen. Oh, also wenn ich eine Piratenmünze gesammelt hätte und drei Looms nicht übersprungen hätte, uiuiui, dann hätte ich schon, ja, dann hätte ich schon wieder Bonus, Disco Fever.
Aber wir haben auf jeden Fall wieder die zwei Elektrons. Das ist sehr gut. Die Zeit kriegst du nie im Leben. Ich frage mich auch, wie die Zeit liegen würde. Bin ich ganz ehrlich, ich glaube, die liege wir immer bei den ziemlich weit von unter 5 Minuten. Denke ich mal bei allen. So. Oh, das war das geheimnisvolle, der geheimnisvolle Gipfel. Okay, wo geht's denn jetzt als nächstes? Oh, launischen Wolken. Ich guck mal kurz auf die Uhr, 20 Minuten. Ich würde mal sagen, das machen wir im nächsten Part. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Bis dann und ciao. Wenn euch Rayman Origins gefallen hat, könnt ihr das Video folgendermaßen bewerten. Natürlich mit einem Daumen hoch, wenn es euch gefällt, mit einem Daumen runter, wenn es euch nicht gefällt. Feedback, Kommentare und Antworten auf Fragen sind natürlich immer erwünscht. Und wenn ihr zur einfachen Verlinkung kommen wollt, seht ihr selbst unten in der Videobeschreibung Verlinkungen zum letzten, zum nächsten oder zur Playlist oder im Video selbst. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen dieses Videos oder der nächsten Videos. Bis dann und ciao.